Für Teil 3 der Refit-Serie ist das Yachtteam in die Ancora Marina in Neustadt an der Ostsee gereist. Und das ist die Patientin, bei der wir gleich zwei Löcher im GFK fachgerecht verschließen wollen. Eine lebenswichtige OP im Unterwasserbereich, die dieser Kleinkreuzer vom Typ Nefret bitter nötig hat. Das Schiff, an dem wir heute arbeiten, war früher mit einem Inboarder-Motor ausgestattet. Das Stevenrohr ist noch drin. Auch der Wellenbock ist provisorisch verschlossen worden, also dort, wo der Wellenbock früher angebracht war. Wir hatten erst überlegt, Stevenrohr, also die Durchführung, wo die Welle aus dem Rumpf nach außen gegangen ist, herauszuschrauben. Das ist nicht mehr wirklich möglich, weil die Schrauben dafür zu desolat sind. Also haben wir uns jetzt entschlossen, die komplette Aufnahme aus dem Rumpf zu sägen und das Loch danach dann zuzulaminieren. Ein großes Loch ins Unterwasserschiff sägen. Es gibt sicher Dinge, die gehen einem Segler leichter von der Hand, rein emotional gesehen. Dennoch soll diese Reparaturstelle am Ende fester und vor allem sicherer sein als zuvor. Die zweite Reparaturstelle ist etwas kleiner, dafür aber ein wahrscheinlich bekannteres Problem. Ein Borddurchlass soll verschlossen werden. Dafür wird der meist festgerottete Durchlass von außen einfach abgeflext. Dann muss die Fläche angeschäftet werden. Auf vielen alten Schiffen finden wir noch alte Bordventile. Wenn die nicht gewartet sind oder verrottet sind, dreht sich da so gut wie gar nichts mehr. Also der Hahn sperrt nicht mehr ab. Solche Sachen kann man leicht selbst reparieren. Wir haben einfach den Borddurchlass außen abgeflext, um da innen durchzukriegen, weil auch innen Losschrauben eigentlich bei so einer Korrosion nicht mehr möglich ist. Man kann dann auch ganz gut messen, wie dick das GFK-Laminat ist von seinem Schiff. Hier sind es ca. 8 mm. Dann haben wir das Loch vorbereitet, um es wieder zuzulaminieren. Dafür fertigt man eine Schäftung aus an dem Laminat, die dem 12-fachen der Dicke des Rumpfes entspricht, was jetzt hier ca. 96 mm sind. Wenn es ein bisschen größer ist, ist nicht so schlimm. Kleiner wäre nicht so gut, weil dann die Festigkeit nicht so gegeben ist. Wir sehen hier auch an dem Rumpf hier die Rohwinglagen, die mit Polyesterlaminat zusammen, also mit so Fusselmatte, laminiert worden ist. Also immer mal wieder ein Rohwinglaminat zur Festigkeit in den Rumpf. Wir werden das mit Epoxy und Glasgelegen wieder auflaminieren und angefangen mit der größten Lage immer kleiner werdend die Schäftung halt auffüllen und das Loch so mit voller Festigkeit wieder verschließen. Die Arbeitsschritte ähneln denen der großen Reparaturstelle. Hier haben die beiden Bootsbaumeister die alte Wellenanlage mittlerweile herausgesägt. Ja. Hier ist es das Stevenrohr oder die Wellendurchführung im Rumpf. Man sieht, auch nicht wirklich gut verschlossen und auch mit dem Holzstück hier unten drin eigentlich ein Risiko für eine ziemliche Leckage im Rumpf. Der Eigner bis jetzt Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Wir haben das ganze Stück aus dem Rumpf rausgesägt, um jetzt das Loch, was hier oben im Schiff drin ist, um das wieder zuzukriegen, machen wir das eigentlich genauso wie bei dem Borddurchlass vorher, dass wir eine Schäftung anfertigen. Das haben wir hier bereits angezeichnet. Das ist jetzt wieder bei, wenn wir hier auf 0 gehen, eine Schäftung von 1 zu 12, also 12-fache die Dicke des Rumpfes. Wenn ich also hier die Rumpfdicke messe, bin ich hier so bei 10 bis 12 mm, teilweise 15 mm. Das haben wir dann halt 12-fache genommen und sind dann ungefähr bei 18 cm Schäftung, die wir jetzt hier haben. Die werden wir jetzt ausarbeiten und dann geht es später weiter mit dem Zulaminieren vom Loch. Zum schnelleren Abtrag des Laminats kommt jetzt ein Gelcoat-Hobel zum Einsatz, der sonst zur Osmosesanierung benutzt wird. Dann wird mit 40er Schleifpapier weitergearbeitet. Am Loch sollte das Laminat fast auf Null heruntergeschliffen werden.
Nächster Arbeitsschritt, eine Schablone anfertigen. In der Mitte, wo jetzt das Loch ist, setzen wir ein Stück wieder ein, damit wir, wenn wir laminieren, das Ganze auch irgendwo glatt gegendrücken können. Dafür mache ich mir jetzt mit Folie eine schnelle Schablone. So. Und dann sägen wir es gleich aus unserer Platte raus. Wir nehmen kein Holz mehr, sondern eine Hartschaumplatte, die dann mit Fasern verstärkt ist und auch nicht mehr wegrotten kann. Wobei, wenn wir das gemacht haben, kommt da eh kein Wasser mehr rein. Das wollen wir auch stark hoffen. Der sogenannte Kusaschaum lässt sich einfach mit der Säge ausschneiden. Die Platte sollte stramm im Loch sitzen. Ist sie zu lose, müsste sie von innen angeheftet werden. Bevor aber der Kusaschaum endgültig das Loch verschließt, müssen alle Klebeflächen mit klarem Epoxidharz vorgestrichen werden. Jetzt rühre ich hier das Epoxy an. Verwende dazu noch einen Füllstoff, um hier eine Art Spachtelmasse herzustellen, um die Spalten, wo vorher das Sperrholz gesessen hat, zu füllen. Und dann kommt unser Kusamaterial da rein, nochmal als Grundlage dafür, dass wir besser laminieren können. So, dadurch, dass ich über Kopf arbeite, rühre ich jetzt eine Konsistenz an, die eher wie Erdnussbutter dann gleich kommt. Kleiner Trick der Bootsbauprofis, ein selbstgebauter Spritzbeutel aus Folie. Damit kann das angedickte Harz in die Spalten gepresst werden. Anschließend wird das Epoxidharz mit einem Spachtel glatt gezogen. So, das Loch haben wir soweit zu. Jetzt müssen wir uns unseren Laminatsplan vorarbeiten. Dafür machen wir uns ein Schnittmuster dafür. Also eine Plastikplane. Glatt und dann rumtapen. So ein Tape. Und wir haben ja vorher das Ganze schräg angeschliffen. Und jetzt brauchen wir für diese Schräge auch gleichzeitig unsere Flecken. Das heißt, man nimmt sich einen wasserfesten Stift auf der Folie, markiert sich den untersten Punkt, wo man runtergeschliffen hatte. Das ist also eigentlich unsere Kusaplatte, die wir eingeklebt haben unten. Und man markiert sich den äußeren Rahmen, also den größten Flecken. Und dazwischen wissen wir jetzt, hatten wir vorhin schon gesagt, wegen der Laminatdicke haben wir eine Schäftung ausgearbeitet, die 18 cm stark ist. Und das jetzt nach und nach aufzufüllen, machen wir das mit Laminat, was eine Dicke von 600 Gramm hat. Das baut ungefähr so 0,6 bis 0,7 mm auf. Und dann entsprechend dem teile ich das Ganze ein. Dazwischen ist immer noch ein bisschen Harz. Deswegen haben wir so gesagt, wir kommen so auf 18 bis 19 Lagen. Also könnte man dann sagen, dass man eigentlich jeden Zentimeter eine Lage hat. Also wenn man jetzt sagt, das sind hier 18 bis 19 Zentimeter, jeden Zentimeter eine Lage. So. Und das können wir dann als Schnittmuster mitnehmen, um dann die Lagen nach diesem Schnittmuster zuzuschneiden. Wenn wir das dann haben, können wir sie wieder drunter laminieren. Um die Löcher dazu zu laminieren in dem Schiff, benutzen wir zwei verschiedene Gelegetypen.
Gelege sind anders als die Matten, die viele von Ihnen kennen. Matten sind so kurze, fusselige Glasfaserstreifen, die übereinander liegen und mit einem Binder miteinander verbunden sind. Gelege sind kontinuierliche Glasfasern, in diesem Fall hier ein 090-Gelege, das läuft in der Nullrichtung die Fasern und hintenrum 90 Grad dazu in die andere Richtung, kontinuierlich und sind dann miteinander vernäht, damit dieses Ganze nicht auseinanderfällt. Fusselmatten kennen Sie halt, das fällt alles komplett auseinander und weil Sie halt keine kontinuierliche Faser haben, entsteht dadurch eigentlich auch nicht eine hohe Kraftübertragung. Wir haben dann neben dem 090er das Ganze nochmal in plus minus 45 Grad. Gleiches Spiel, nur dass die Fasern hier 45 Grad in die eine Richtung und 45 Grad in die andere Richtung laufen. Das Ganze ist wieder miteinander vernäht. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Ich kann es halt durch die plus minus 45 ein bisschen verschieben. Deswegen, wenn ich die in die Hand nehme, muss ich halt gucken, dass ich da die Form, wenn ich so einen Kreis ausgeschnitten habe, nicht zerstöre. Also ein bisschen vorsichtig in die Hand nehmen. Aber es fusselt an den Seiten auch nichts aus durch den Nähfaden. Warum machen wir das jetzt? 0,90 plus minus 45. So sind die theoretischen Lastrichtungen alle abgedeckt. Das heißt in der Nullrichtung vom Schiff 90 Grad dazu und dann halt plus minus 45 Grad nochmal in den Mittelräumen. Wenn ich das aus dem Betonbau vergleiche, würde man halt sagen, es ist ein quasi isotropes Laminat. Bei dem Schiff, was wir hier reparieren, ist es so oder so nicht ganz so, ich sag mal, kriegsentscheidend, weil das Laminat ist aufgebaut über einen Glaslaminat, was aus CSM besteht, also diesen kurzen Fusselmatten und dazwischen die Roving-Gewebe, was wir vorhin schon mal bei den Schleifen gezeigt hatten, was nochmal ein bisschen mehr Festigkeit in der 0- und der 90-Grad-Richtung gibt. Aber das, was wir jetzt machen, ist eigentlich ein festeres Laminat als das Ursprungslaminat vom Schiff. Wir starten jetzt mit den Laminierarbeiten. Hier haben wir immer noch sehr viel trockenes Laminat und auch hier in der Mitte die Schaumplatte. Damit unser Laminat dort nachher vernünftig drauf haftet, müssen diese Flächen vorgetränkt werden. Das heißt, wir nehmen angerührtes Epoxidharz und streichen damit die Fläche einfach ein, sodass die nass ist. Die einzelnen Laminatlagen müssen mit klarem Epoxidharz getränkt werden. Wir haben jetzt auf die Folie, die wir vorher als Schablone genommen haben, nach und nach die Lagen auflaminiert. Wir haben dort jetzt in der Mitte des Stapels angefangen. Wir haben 20 Laminate vorbereitet, haben jetzt 10 auf die Folie laminiert. Wichtig ist jetzt, dass wir den größten Flicken als letztes tränken. Dann werden wir das Ganze gleich auf einer Pappröhre aufrollen und am Schiff wieder abrollen. Das ist viel einfacher, als das über Kopf am Schiff zu tränken. Und haben dann, wenn wir es abrollen, den ersten großen Flicken als erstes auf der Fläche, um dann halt möglichst groß auf der Fläche klebend anzubinden. Danach machen wir einen zweiten Stapel mit den letzten 10 Lagen, die wir dann halt auf die gleiche Art und Weise auf das Schiff rollen. Für die folgenden Arbeitsschritte sollte man zu zweit sein, sonst könnte mindestens eine Hand fehlen. Die Folie sollte man vorsichtig abziehen. Die Kanten des Laminats können mit einem Spachtel angedrückt werden. Wenn dann auch die zweiten 10 Lagen auflaminiert sind, ist für den ersten Tag nur noch ein Arbeitsschritt nötig. Als letzte Lage abschließend auf der Reparaturstelle haben wir Abreißgewebe aufgebracht. Das ist ein dünnes Nylongewebe, gibt es auch mit so einem roten Kennstreifen. Das lässt sich nach der Aushärtung vom Epoxidharz wieder von der Fläche abreißen. Und ich habe dann eine glatte Oberfläche, wo keine Fasern mehr hochstehen, die ich auch direkt weiter mit Spachtel beschichten kann, ohne dass ich das komplette anschleifen muss. Hier sind überall noch so kleine Luftblasen drin. Es ist halt wichtig, dass das Abreißgewebe komplett auf der Fläche aufliegt, so wie es in diesem Bereich ist. Deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen hier mit der Rolle dabei, hier die Blasen rauszurollen und das Laminat, welches wir an den Rumpf aufgebracht haben oder aufgedrückt haben, ein bisschen anzuarbeiten. Nun muss das Laminat eine Nacht aushärten.
Am nächsten Morgen können wir das Abreißgewebe entfernen. Dann beginnen die Feinarbeiten. Nachdem wir jetzt das Abreißgewebe abgezogen haben, markiert Sven jetzt noch hohe Bereiche, wo das Laminat doch ein wenig zu dick geworden ist. Und das werden wir gleich runterschleifen, dass wir dann die Fläche glatt abspachteln können. Hier ist dann auch wieder der Vorteil, dass wir die größte Laminatlage, also die komplett die Kräfte überträgt, als erstes aufgebracht haben. Denn jetzt schleifen wir eigentlich nur Kanten vom Glas weg und zerstören nicht das Laminat, was wir wieder aufgebracht haben. Dann heißt es mal wieder schleifen. Durch den Einsatz des Abreißgewebes müssen die Täler nicht angeschliffen werden. Die Oberfläche kann direkt gespachtelt werden. Wenn alles eben ist, wird die Reparaturstelle mit klarem Epoxid vorgeharzt. So kann die Spachtelmasse gut haften. Zum Spachteln kommt wieder mit Microballoons angedicktes Epoxidharz zum Einsatz. Ein Tipp: die Fläche aus unterschiedlichen Perspektiven anpeilen, um Beulen zu erkennen. Damit die aufgekimmte Mittellinie so beibehalten werden kann, markieren die Bootsbauer die Stelle mittels Klebeband. Im Anschluss müssen die Vorgänge Schleifen und Spachteln so lange wiederholt werden, bis das Ergebnis den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Im Idealfall strahlt die Stelle wieder, als ob hier nie gearbeitet wurde. Das Unterwasserschiff wird noch vom Anti-Fouling befreit, dann ist alles bereit für den Epoxidprimer. Das Unterwasserschiff, was wir abgeschliffen haben und auch die Schadstelle, grundieren wir jetzt für den nachher finalen Auftrag auch von Anti-Fouling. Dafür benutzen wir erst einen dickschichtigen Epoxidprimer, der so viel Schichtstärke schafft und auch gleichzeitig eine feuchte Sperre ist, damit das Schiff keine Osmose kriegen kann. Abschließend kommt dann ein dünnschichtiger Primer drauf, der eine glatte Oberfläche bildet, worauf dann später das Anti-Fouling aufgetragen wird. Wichtig: die Einzelkomponenten müssen vor dem Mischen gut aufgerührt werden. Der Epoxidprimer schließt die letzten Poren und dient als Haftgrund für das Anti-Fouling. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist sogar Anlass zu ausgelassener Freude bei unseren Profis. War's das? Fast. Wenn da nicht noch der alte Borddurchlass wäre. Hier noch einmal die Arbeitsschritte im Schnelldurchlauf. Nach der Schäftung wird eine Schablone angefertigt, dann die Glasgelege zuschneiden. Zum Verschließen des Lochs nehmen wir eine dünne GFK-Scheibe, bestehend aus 163 Gramm Glasgelege, das auf eine Glasplatte laminiert wurde. In die Mitte dieser Scheibe wird eine Holzschraube hineingedreht, die als Griff dient. Wir mischen uns jetzt 5 Minuten Epoxy an, um bei dem Borddurchlass, den wir noch zu verschließen haben, die kleine Rückplatte, die wir dort reinkleben, schnell einkleben zu können. Es ist ganz leicht zu mischen, 1:1, wird dann gut miteinander vermengt. Und das ist dann nach gut, sag ich mal, 20 Minuten hart. Die 5 Minuten beziehen sich auf die Topfzeit von dem Epoxy. Die Glasgelege wie gehabt mit Harz tränken und dann auflaminieren. Aushärten lassen, schleifen, spachteln, grundieren. Und der alte Borddurchlass ist verschwunden. Unsere Profis haben für diese Arbeiten 3 Tage benötigt, bedingt durch Trocknungs- und Aushärtungszeiten. Amateure sollten eher etwas mehr Zeit einplanen.
Das reparierte Boot kann übrigens auf der Hanseboot begutachtet werden. Und wer Fragen an die von der Linden-Profis hat, trifft sie ebenfalls auf der Hamburger Messe.